die Musik war schon mal sehr verheißungsvoll und ich denke, da kommt heute Abend auch noch ganz viel. Und es ist natürlich wahnsinnig aufregend, glaube ich, für uns alle. Das Haus war jetzt 6 Monate, 7 Monate geschlossen. 7 Monate Lockdown, außer ein paar dröge Stadtverordnetenversammlungen hat sich also hier nicht so viel abgespielt. Und heute die erste Live-Veranstaltung mit Unterhaltungscharakter. Nee. Ja. Ja, also das MKC und wer mich nicht kennt, ich bin die Geschäftsführerin Katrin Bromberg. Wir haben uns in der Zeit unheimlich viel einfallen lassen müssen und auch haben wir einfach gemacht natürlich. War auch sehr interessant, muss ich sagen. Wir haben Schaufensterausstellungen gemacht, wir haben einen digitalen Kinosaal, virtuellen Kinosaal eröffnet. Und wir haben fleißig mit der offenen Bühne experimentiert. Wir hatten einen echten Livestream. Und dann haben wir im Frühjahr jetzt zwei Livestreams gemacht. Zwischendurch waren wir sogar noch mal live in einer Mehrzweckhalle. Einige haben es mitbekommen. Ich glaube, es waren 70 Leute da. Ja, also wir haben uns redlich bemüht. Und ich denke, alles, was wir da investiert haben, wird gut sein und freuen uns jetzt, dass wir wieder richtig durchstarten können. So, herzlich, ich will zum alten Gefühl zurück, deswegen der altbekannte Satz. Herzlich willkommen zur 18. offenen Bühne im MKC Templin. Fühlt sich fast gleich an. Wie Katrin gerade schon sagte, wir haben viele Live-Konzerte gehabt, dann Live-Streams jetzt eben gemacht und Produktionen gemacht. Mein Herz würde jetzt viele Stunden euch erzählen, wie sich das anfühlt, jetzt endlich wieder hier zu stehen. Das kürze ich aber ab, einfach weil ihr, denke ich, ähnlich empfindet und sagt Danke an die Teilnehmer, die sich weiterhin immer bewerben und heute Abend hier sind. Das wird ein großes Fest. Und danke an euch, dass ihr kommt und bleibt und bei uns bleibt und Kultur eine Chance gibt. Das ist ganz wichtig. Danke, danke, danke. So, 30.10. könnt ihr euch gleich mal merken, ist die nächste offene Bühne, wenn wir dann dürfen. Ist jemand Fußballfan? Will jemand wissen, wie es steht? 4-2, ganz genau, so haben wir das auch. Dann ist jetzt der Ablauf dran. Es weiß ja immer keiner, ich weiß nicht von denen, die noch nicht da waren, wer am Ende heute Abend hier oben steht. Das wird jetzt verraten. Wir fangen an. Mit Florian und Maria aus Neuruppin. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Die machen Poprock und Balladen, deutsche Texte. Und wenn man lustigerweise die Maria nur mit Maske sieht und nur die Augen sieht, dann sieht man ganz genau, dass sie aus dieser Vetter-Family kommt. Die Vetter-Family, die ständig hier auch immer wieder was gemacht hat. Und sie ist heute mit ihrem Mann da und macht deutsche Musik. Danach haben wir Melanie Sanders und Band. Die sind seit 3 Jahren zusammen und machen so einen Mix aus Country und Schlager. Lasst euch überraschen. Strawberries, cherries, and an angel kiss in spring. My summer wine is really meant from all the things down beside where the waters flow, down by the banks of the Ohio. Dann haben wir den Helge aus Lüchen. Helge war bei der allerersten offenen Bühne vor 3 Jahren, war er mit dabei und ich schmier ihm immer so viel Honig ums Maul. Ach, es ist einfach schön. Es ist ein Singer-Songwriter, es macht ganz viel Spaß und geht direkt hierher. Ich freue mich total, dass du da bist. Danke. Gebrandmarkt von der Sonne und ihre Wir sehen uns noch von oben. Ja, schau, bin ich schon da und warte auf meinen Schatz.
Ich lieg begraben auf unseren Hügel und warte auf dich, mein Schatz. Dann haben wir Lucy und Franz. Lucy und Franz waren letzten aus Berlin. Die waren letzten September in der Mehrzweckhalle schon mal dabei und da habe ich Lucy mit dem schönen wallenden Kleid schon versprochen, ach, wenn wir dann mal draußen sind, Open Air machen und dann so richtig schön am See und die machen so Bossa Nova, Swing-Zeug, das passt so gut dahin und dann haben sie mir zugesagt und dann haben wir abgesagt mit dem Open Air. Sie sind aber trotzdem auch im Saal sehr gut zu hören. Also Lucy und Franz aus Berlin. I think I have found heaven on the ground. But I can get close to you, even when you're around me. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Dann haben wir den Yeoman aus Malvo, Uckermark. Wo fange ich da an? Wird uns an die Kunst Maultrommel und Elektrobeats ranführen. Hier in der Uckermark. Ganz wunderbar und tanzbar. Also genießt es und geht drauf ein. Dann haben wir Stefan Weidkuss und Kleinod. Die sind vorhin noch mal durch Templin gegangen mit Gitarre und Gesang und wollten noch ein paar Leute ziehen. Hat das geklappt, Stefan? Sind noch unterwegs. Gut, das ist gut. Dann kommen hier noch mal ein paar mehr. Sind seit 4 Jahren zusammen, haben auch CDs mit. Und weiß es schon, wartet, geht allein. Vielleicht sind jene Tage längst vorbei. Und ich weiß es noch, wie heut das Leben schreit. So laut, was niemand weiß. Es gehört dir allein, es gehört dir. Und last but not least die Werner Bettke Band aus Berlin, machen Poprock. Gibt es seit 2006, sind so richtig alte Hasen. Macht großen Spaß, solchen Profis zuzuhören. Und ganz besonders schön war der Satz im Vorgespräch vorhin, was ich hatte. Und einer von ihnen sagte zu mir, du und Maria, und wenn da 4 Leute sitzen, ist das total egal. Wir haben einfach Lust, wieder zu spielen. So, in diesem Sinne, genießt bitte Kunst und Kultur und Musik und habt einen schönen Abend. Offene Bühne, Nummer 18. Was ich eigentlich gar nicht brauch, ich glaube, ich leg mich lieber hin. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich stell die Lippen auf heiß und den Hass auf kalt. Ich stell die Schatten auf weiß. Und die Angst auf Halt, stell mein Herz auf groß, das Glück hoffe, ich stell die Liebe auf mehr. Stell mein Herz auf groß und das Glück auf her, ich stell die Liebe auf mehr. Auf groß und das Glück auf her. Ich hätte lieber.